Viele fragen mich, ob es überhaupt sinnvoll ist, Musikjournalistin zu werden oder ob das überhaupt noch eine Zukunft hat, beziehungsweise was Musikjournalismus überhaupt für die Musik bedeutet. Braucht man das? Für mich ist die Antwort nach wie vor ja. Wir müssen von irgendwoher wissen, wo wir unsere neue Musik herkriegen und nicht nur über Spotify und Amazon Prime. Ich glaube, es ist immer noch so, dass wir auf die beste Freundin, den besten Freund von nebenan warten, den Nachbarn, der uns sagt, hast du mal gehört, das neue Lied von? Und ich glaube, da sehe ich uns als Musikjournalisten viel eher. Was wir uns leider abschminken müssen, ist die Vorstellung, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Wir trennen ja auch in Deutschland irgendwie Subkultur und Hochkultur. Macht kein Mensch in Amerika, macht kein Mensch in England. Und ich glaube, da müssen wir weg von. Und da sehe ich unsere Aufgabe als Musikjournalisten, das abzubauen und einen guten Job zu machen und auch versuchen, unsere jüngere Generation dementsprechend auszubilden und dahingehend auch zu schulen, dass sie sich trauen, auch große Interviews zu machen und sich bitte auch gerne trauen, beides zu vermischen, weiterdenken. Weil wir dadurch auch eine popkulturelle Vielfalt schaffen. Sender wie Cosmo hier in Deutschland, da muss ich sagen, ganz großes Chapeau. Die leisten da ganz große Pionierarbeit. Und ich wünsche wirklich, dass es mehr so ein Engagement gibt. Solche Sachen brauchen wir und solche Sachen müssen gefördert werden, auch kulturell gefördert werden, müssen staatlich gefördert werden, müssen öffentlich-rechtlich gefördert werden und nicht nur irgendwie nischenmäßig auf DAB oder meinetwegen von irgendwelchen Menschen, die das pro bono machen, weil das ist nett, aber das hat nie einen Stellenwert. Und so können wir auch unsere Leute nicht popkulturell weiterbilden. Es wäre schade, wenn der Musikjournalismus ausstirbt und einfach nur noch so eine Zahlenreihe wird. Popkultur ist Zeitgeist. Wenn man von sozialen Medien oder neuen Medien beziehungsweise den alten Medien, also Radio etc., Print spricht. Ich finde, beides hat seinen Stellenwert und beides hat seine Existenzberechtigung. Gerade für die Generation, die wir heute haben, muss uns bewusst sein, dass TikTok und Instagram einfach eine riesengroße Promo-Plattform ist. Man erfährt mehr über die Person und bei einem Künstler, einer Künstlerin geht es genau darum. Da geht es um Emotionen, da geht es um Musik. Da sind diese neuen Medien mehr als wichtig. Die alten Medien sind aber genauso wichtig. Und der Unterschied zwischen Instagram und den normalen, klassischen Medien in Deutschland vor allem, ist, dass normale Radio, normale Musikzeitschrift weniger persönlich sind und weniger nah. Es geht gar nicht darum, dass die Leute kein Radio hören. Ich glaube, die Leute haben einfach nur keinen Bock mehr auf dieses Gedudel. Während wenn ich zum Beispiel beim englischen Radio arbeite, die Leute reden mit dir, als wärst du in der Familie. Und das ist einfach etwas, was uns fehlt. Total. Ich glaube, das müssen wir lernen. Ich kriege oftmals von gerade so sehr neuen KünstlerInnen irgendwelche Messages auf Facebook, die dann sagen, kannst du meine Platte promoten? Und ich bin dann etwas überfordert, weil ich dann denke, hey, ich bin nur die Reporterin. Am Ende bin ich nicht diejenige, die euch auf die Playlist haut, sondern das sind RedakteurInnen. Da müssen wir zusammenarbeiten. Schreibt nicht wahllos irgendwem, sondern überlegt euch, ist das jemand, den ihr integer findet? Ist das ein Mensch, mit dem ihr arbeiten wollt? Ich habe oft das Gefühl, dass KünstlerInnen so ein bisschen Angst haben vor den JournalistInnen. Dass die dann denken, das ist der Feind. Aber das ist gar nicht der Feind, sondern am Ende brauchen wir uns gegenseitig. Untereinander funktioniert es nicht. Und am Ende zählt die Liebe zur Musik, die wir eigentlich alle haben sollten.